Ja, Aloha zusammen, herzlich willkommen an diesem wunderschönen Mittwochabend. Nachdem das erste Mittwochspiel nicht funktioniert hat, funktioniert es besser, weil diesmal DSS dabei ist. Aloha. Ah, nice. Ja, endlich. Ich bin einfach, weiß nicht, ich bin einfach gut. Richtig, richtig, ne? Mit DSS haben wir auch ein bisschen Ahnung hier. Richtig, wir haben Ahnung im Gegensatz zu Tom und mir. Und wir haben eine coole Partie tatsächlich, finde ich. Intelligenzbeast gegen Fixer. Ich glaube, die sind auf einem relativ ähnlichen Niveau und das könnte sehr spannend werden. Ja, das könnte hinkommen. Was würdest du denn zu dieser Map-Wahl mit Zwerge gegen Mordor? Ich meine, Morgai ist ja wirklich sehr Mordor ist ja gut drauf, ne? Das wissen wir ja alle. Ja. Aber wie schlagen sich Zwerge da drauf? Gegen Mordor vor allem. Tja, ich bin jetzt auch nicht mal so in der Übung, aber ich glaube auch, ganz sehe ich gar nicht mal so schlecht tatsächlich. Ich meine, die Sache ist, Morgai ist halt groß, deswegen gehen Spiele tendenziell ein bisschen länger und Zwerge haben eine gute Stärke auch im späteren Spiel oder halt starke Einheiten. Ja. Das heißt, die stören sich da nicht so ganz dran und du kannst halt auch mit den Minen dich relativ gut über die Karte bewegen, wenn du, oder zumindest deine Minen verteidigen. Das ist richtig, ich glaube, gegen so einen Mordor-Blob im Late-Game. Ich weiß ja nicht, vor allem mit... Das stimmt. Er hat auch, Eredrin genommen. Ja. Also kein Gimli heute, das ist schade. Ich meine, das Matchup gab es mal früher, das war, ich glaube, auch Elendil gegen, Fubuki war das, und auch mal Elendil gegen Luke, bin mir gerade nicht ganz sicher. Da hat Elendil ja mit den Minenarbeitern hinten dann die Base eingerissen gehabt. Die Mordor-Festung. Aber ja, wenn dieser Blob vom Mordor hier erst irgendwann steht, dann könnte es unangenehm werden. Also was ich jetzt nicht erwarten würde, ist, dass der Zwerg halt schafft, im Early die gesamte Map zu erobern. Oder relativ früh. Also Mordor wird sich wahrscheinlich schon zu einem gewissen Grund aufbauen können. Ja, das ist ja. Punkt. Grundpunkt. Grundpunkt. Ja. Also, da würde ich dir zustimmen, aber bei den Zwergen ist das, wie gesagt, das Coole mit diesen Minenschächten. Man kann sich langsam und stetig sehr gut vorarbeiten halt dadurch, ne? Ja, yep, genau. Und auch auf beiden Seiten der Karte. Man hat ja quasi zwei Seiten, den Nord- und der Südseite. Auch sehr gut vorwandeln. Was mich tatsächlich ein bisschen wundert, Fixer baut gar keinen Speerhelden, oder bin ich blind gewesen? Nevermind, er hat Bilbo gebaut. Der war schon dabei. Da leuchtet er blau. Habe ich erst mal übersehen gehabt. Ich bin blind. Was macht Beast so? Ne, creept sich auch fröhlich durch die Welt erstmal. Ne, klassisches Mordor-Gameplay mit einer 20er-Schleife Orks drin. Ja, so muss das. Ja, Mann. Dafür lieben wir Mordor, mehr ne? Mehr Orks. Warte mal, habe ich vorhin nicht... Aber tatsächlich, ich meine... Fixer kann sich jetzt die ganze Nordseite im Endeffekt holen, ne? Das ist schon... Ja, das stimmt. Ja. Ich weiß nicht, ob das so geil ist, eine Seite komplett aufzugeben direkt mit Mordor. Ja, das ist schwierig zu sagen. Ja, ich weiß nicht, ich finde es halt manchmal schwierig, beide Seiten so ein bisschen leiser zu bespielen. Weil ich hätte jetzt zum Beispiel Angst, Mordor ist jetzt noch nicht so stark. Das ist richtig, aber ich hätte jetzt als Mordor Angst, dass der dann irgendwann mit dem Minenschacht hier hinten... ein paar Zwerge mit weiß nicht, mit Klingen oder sowas hinten reinschickt und die halbe Base dann trümmert. Hat das Trollclip nicht so funktioniert? Oh, nee. Ja, gut. Die Mordor-Orks leben immerhin noch stellenweise. Ja, stellenweise. Der arme Ork. Ich meine, solange Troll nicht Level 2 wird, dann es braucht ein paar mehr Orks. Heute sind aber auch ein paar Lecks ab und zu drin, ne? So ab und zu mal gern so ein kleiner Hänger. Irgendwie schon, gerade, ja. Vielleicht liegt es ja doch alles an mir. Vielleicht liegt es am Eisregen. I don't know. Es liegt am Eisregen. Ja, das ist jetzt. Da fehlt die Internetleitung zu. Das wär's. Ja. Mordor muss sich hier zurückziehen, Intelligenzbeast, glaube ich. Also, das kann er jetzt nicht wirklich contesten, ne? Also. Nee. Auch wenn das. Wobei, wenn der Troll sowas macht. Okay, jetzt läuft er. Ja, okay. Ich würde das nicht contesten. Ich weiß nicht. Oder es wird nichts. Das sind jetzt schon einiges an Zwerge. Ja. Vor allem Zwerge sind halt einfach Setup stärker als die Orks, so, ne? Ich meine, klar.
Er muss auch aufpassen, dass er Chagat nicht verliert. Oh ja, der ist jetzt. Ohoho. Lauf, 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 lauf! Ich denke, es wäre besser gewesen für Beast, einfach den Creep, den Ork-Creep zu nehmen und den Troll-Creep Dings zu überlassen. Ich hab's ihnen tatsächlich auch gesagt, als ich mit ihm gespielt habe, nicht zu greedy sein mit Mordor. Am Anfang. Die Sache ist aber, da kommt gerade von Beast was nach und von Fixer leider nicht. Der hat nämlich gerade irgendwie keine Einheiten mehr. Ja, er baut das jetzt nicht schon, nach. Aber jetzt erst genau und keine mehr in den Minen. Das ist tatsächlich nicht gut von Fixer in Hinsicht, weil das ist ja die Stärke von den Zwergen. Er hätte ja eigentlich locker schon Nachschub holen können, selber wieder auch durch meine Minenschächte. Deutlich schneller als Mordor. Der Troll lebt wieder. Ja. Der neue Troll. Der neue. Beast Harris hier auf der anderen Seite, das macht er ganz gut. Ich wollte gerade sagen, die kann er jetzt erstmal nicht mehr verteidigen, die Biene, aber... Stimmt, Fix hat ja auch noch keinen Minenschacht in der Base, ne? Nee, aber was er hat, ist tatsächlich eine Siegeworks hier, Belagerungswerkstatt. Da kommen schon Streitwerken raus, dafür hat er sein Geld ausgegeben. Das ist ordentlich. Die könnt ihr jetzt ziemlich reinhauen, also wenn Beast das nicht sieht, bekommt. Ich meine, gerade mit dem Auge theoretisch hat er ja die Möglichkeit. Ach, und er benutzt das, dass man den Streitwagen in den Minenschacht reintun kann. Das darf man, hallo, Entschuldigung. Ja, ist soweit ich weiß, erlaubt vom Turnier her. Ja, ist schon okay, I guess, aber ein bisschen ist es schon irgendwie sehr komisch. Wenn da Bogenschützen drauf sind, dann gibt es ja dann einen sehr, sehr nervigen Bug damit, wenn du sie reinstellst, dann schießen sie ja trotzdem aus dem Minenschacht raus, ne? Vom Streitwagen. Ja. Aber jetzt ist er angekommen. Richtig, und er zerfetzt dir die Armee. Und Beast muss aufpassen, er muss seine anderen Orks wegschicken. Das wird hier nichts. Oh ja. Das ist jetzt richtig heftig. Der Chagrat wird auch sterben dran. Ja. Und tatsächlich, Fix hätte auch, wenn er möchte, hätte er auch die obere linke Mine verteidigen können. Hat er seinen Zwergenbatz, weil da hat er ja jetzt nicht so viele Zwergen unten gebraucht, eigentlich, mit dem Streitwagen, aber ja, trotzdem verloren. Ja. Und man sieht schon, wie Beast erstmal nach oben geht. Sagst du ja. Ja, muss er jetzt leider. Es sind noch keine Piken in der Produktion, was ich interessant finde. Jetzt kommt Piken jetzt draußen. Er hat ein Bataillon Piken. Oh, hat er sogar. Ja. Er hat doch Bogenschützen schon gebaut. Da ist ein Bataillon, ja. Ja, muss er jetzt auch machen, das ist eigentlich die richtige Entscheidung. Den anderen Troll sich holen, das wäre ganz cool. Ein bisschen Geld holen. Ja. Gib dem Zwerg die andere Seite, ist okay, du bist Mordor. Scale einfach, ist fein. Ja. Auch ja, das ist jetzt die Frage, ob da halt Fixer schnell genug wieder hochläuft, was er ja theoretisch könnte mit den Minen. Ja, er könnte das jetzt contesten. Was macht denn sein Streitwagen gerade? Weißt du, wo der gerade ist? Der ist gerade noch unten. Ah, der ist da unten. Das ist auch schon Beast, Level 3 jetzt. Beast will diesen Troll auf jeden Fall haben, habe ich das Gefühl. Mit dieser Streitmacht, der hier ankommt. Na klar. Tyrion, danke für die Description natürlich. Habe ich nicht vergessen. Sieht böse für Beast aus. Da müssen direkt Speer gebaut werden. Ja, das ist wohl wahr. Ja, und der Troll ist jetzt noch beim Troll creepen. Ja, und jetzt hat man so einen kleinen Seitenswap. Beziehungsweise der Zwerg ist schon, Fixer ist schon deutlich ahead, kann man nicht sagen. Er hat deutlich mehr von der Map gerade. Oder? Ja. Oder nicht auch in Eco? Auch jetzt... Hat er schon hier einiges? Ja. Ja, genau, schon relativ gut dabei. Hat noch nicht das Trollgeld eingesammelt, aber jetzt. Ich finde es interessant, dass Beast so viele Bogenschützen baut. Also Ork-Bogenschützen so früh. Ja. Ja, jetzt kommt ein Trollkäfig. Hier ist ein Außenposten auf Hexer aufgebaut worden. Oh. Direkt mal. Das finde ich. Ja. Stimmt, warte mal, Eridluin hat Seestadt, ne? Um zu bauen können. Ich weiß jetzt, Seestadt kenne ich nicht so gut wie Tal tatsächlich. Wie gut das ist. Ja, Seestadt ist ja schon noch dasselbe wie früher, ne? Also, nee, das hat auch ein Levelsystem bekommen. Echt? Okay, dann ja. Moment. Ja. Ja, gut, dann. Beast versucht gerade einen Ork-Trupp auf Level 5 zu bekommen. Also, ist auch ein Leveln. Let's go.
Aber es ist interessant, dass... Ah ja, jetzt contestet er die obere Seite tatsächlich auch mal. Ja. Zwar mit nicht kommen so da generell gerade nicht genug Einheiten der von Zwergen. Ja. Aber ich meine, im Prinzip könnte er ja gut welche nachholen. Ich meine, der Minenschacht ist da unten. Ja, ich meinte von der Produktion vor allem. Ja. Wer gewinnt, gerade noch relativ ausgeglichen, aber Zwerg ist vorne, würde ja, ich sagen. Ja, also Fixer sollte vorne sein. Oh, Chagrat, ganz schön, wird hier hart gefokust von allen Piken. Ja. Ist auch ein Level 4 Schlachtwagen. Ja. Kriegswagen, der stirbt nicht so schnell, so leicht. Oh, das Fass geht jetzt das daneben, Fass aber... Das Fass war ambitioniert, würde ich sagen. Also, holy shit. Hat er denn schon seine Streitwagenausrüstung? Hat er noch nicht? Nee. Okay. Nee. Ja, das ist ärgerlich für Beast, dass er den Creep jetzt nicht bekommen hat. Und jetzt hat er tatsächlich nur noch ein Außengehöft. Weil auch. Ja, ja, aber ich muss schon sagen, also Fixer, mehr Einheiten bitte. Der hat ja 400 CP. Hier von 1100. Und der, ne, hat schon. Ja, ja, der hat schon wieder sein CP-Upgrade geholt, sich nochmal. Ein weiteres, ohne Einheiten zu jetzt zu bauen. Ja, ist genau das Gegenteil, wenn wir nicht spielen, also, ne? Und jetzt kommen aber die Heldenstatuen, das heißt, mehr. Du bist Teil der Unternehmen. Mehr Kosten, weniger Einheiten. vor allem Helden, meinst du? Helden, ja, aber die brauchen auch nicht so viel CP und die brauchen auch ein bisschen Schutz, maybe. Das habe ich tatsächlich, ja, also, holy shit, das ist 4.0, glaube ich, nicht mehr gesehen. Extra drei Statuen bauen für die Verheldenverpflegung. Das ist ja sehr witzig, schon, ne, ganz lustig. Jetzt will er da extra aber jetzt Torin und so rauspumpen und alles? Und Warlin oder wie? Wahrscheinlich. So, aber Beast hat da einen Troll draußen. Und mit dem Troll kann Beast jetzt echt viel machen. Ja. Also wenn er ihn gut einsetzt, er kann vor allem auch Map-Control wieder spielen mit einem Troll. Und auch so. Ja. Weil der Streitwagen ist tot, er hat einen zweiten Troll. Das sieht jetzt ziemlich gut hier für Beast oben aus. Ja, ja, echt so. Zwei Streitwagen sind gestorben. Ja, die leider nicht die so Ramme lebt, aber die macht nicht viel. Fand ich. Und ja, nee, es sind einfach keine Einheiten. Es gibt ein Bofo, aber ja. Ja, es werden immer weniger Einheiten. 200 nur noch. Es werden immer weniger, sie kommen nicht nach. No. Da werden auch keine produziert, ne, aktuell. Nee, nee, immer noch nicht. Und Helden, ist, nee, ja, Heldenstatuen. Du musst dann halt auch irgendwie erstmal das Geld haben, um die Helden zu bauen, um das, ja, sich das lohnt. Ich glaube, da hat sich Fixer etwas verrechnet. So, wir haben die Runenverstärkung, höre ich gerade. Und Beast mittlerweile auch im CP-Limit, ne? Wunderbar. Krit Ungol. Ja, er kann ja auch mal gleich Sauron kommen, glaube ich. Oder es in die Richtung gehen, wenn er seinen ersten, ja, Ungol-Trupp hat. Und jetzt Beast weiter drücken, weiter nach vorne. Und let's, ja, go. Das, ja, ist jetzt gerade so ein bisschen das andere Problem. Andere Seite hat nämlich nicht die Max-CP upgraded rechtzeitig. Ja. Man ist nur bei 900 trotzdem, obwohl er eigentlich die ganze Zeit Orks pumpt. Er baut immer noch keine Units. Fixer. Nee, ich glaube, der spart auf Helden. Ja, aber ich glaube, der hat jetzt die Heldenstatuen gebaut und muss jetzt halt die Helden bauen. Aber dann verliert er ja die ganze Karte gegen Mordor. Wobei, er hat noch eine Forge gebaut. Also eine Schmiede? Also ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz. Stimmt, der macht jetzt die Lito-Ausrüstung, erforscht er gerade. Ja, oh ja. Aber schwierig. Das ist in der Tat schwierig. Oh, Beast klumpt ja seine Einheiten hier leider nicht um den Gang. Okay, deswegen dauert er hier dazu ein bisschen. Wo rennen eigentlich die Trolle gerade rum? Von Beast? Die müssten doch, irgendwo müssen die doch Work machen. Links an der Farm sind zwei. Warum sind die da hinten? Weiß ich nicht. Der eine heilt sich, der andere nicht. Also der eine ist schon geheilt. Na, der andere. Ne, normalerweise, wenn jetzt Beast mit den Trollen auf der anderen Seite noch Harrison würde, dann könnte er sehr schnell hier tatsächlich was bekommen. Wobei, jetzt ja, hier unten, jetzt. Ich meine, er weiß natürlich nicht, dass Fixer keine Units hat, ne? Würde ich auch nicht von ausgehen, ne? Und irgendwer schreibt mich auf Discord an. Und jetzt wird er auch nicht runter. Hier ist jetzt Dvalin, sehen wir. Bofur ist da. Okay. Also, ich meine, klar, die Erikluin-Heldenriege ist schon sehr eklig, ne? Na. Oh, und das ist. Oh, jetzt. Okay, ein Gang hier.
glaube, der Gang... Ich weiß nicht so ganz. Also es ist schon gewagt hier. Also, wenn das die, ist hier wenn schon... die Ramme stirbt, wenn die Ramme tot ist, dann war es das. So, dann kommt er hier nicht weiter vor. Ja. Also. Man muss aufpassen mit dem Troll, das sind schön, nicht in den Piken gelaufen. Sehr gut. Ja, sehr schön. Und jetzt die Orks einfach auf die Ramme. Ah. Nein, auf die Ramme! Geh auf die Ramme! Naja, dann halt nicht. Er levelt natürlich jetzt ein bisschen die Helden mit den Orks, ne? Sieht man hier die Effekte. Ja. Und Beast panickt natürlich jetzt und schickt seine ganze Ork-Armee zurück. Das sind halt auch hier. Oh, da ist der nächste Streitwagen. Epische Zwergeneinheit. Interessante Taktik von Fixer. Interessant. Jetzt geht er auch noch auf Rüstung. Rüstungen für seine drei Truppen, die er hat, oder was? Ja. 300 CP, also. Er hat jetzt auch noch nicht hier die Ungebrannten gebaut. Warum baut Beast denn die Urukri, die Schwerter? Ja, aber also. Beim besten Willen. Ich meine, es hat besser funktioniert, als ich dachte, da unten der Charge, aber. Das ist schon, oh, der Dwalin, der kommt nicht in die Mine gerade. Ja, aber hat's rechtzeitig raus. Ja. Er hat sich auf jeden Fall ein bisschen Zeit gekauft, indem jetzt Beast seine gesamte Armee nach innen geschickt hat. Das ist richtig. Und jetzt holt er sich die obere linke Seite wieder. Ja, maybe. Also vielleicht kriegt er hier sogar die Spiritbarke, das wäre ziemlich bitter. Ja, das wäre schade drum. Aber ansonsten... So, und schwierig. Beast hat Q gedrückt, habe ich gesehen. Alles marschiert. Wie gesagt, prinzipiell mit den Trollen, wenn er jetzt an mehreren Seiten herwissen würde, kann der Zwerg aktuell nicht so viel mit antworten. Und da sind die... Oh, Lord Sauron. Nice. Ah, ja. Wir haben schon auf ihn gewartet. Ja, ist Level 6 extra tatsächlich schon. Ein Arsenal noch gebaut. Jetzt bin ich mal gespannt, auf was er das setzt tatsächlich, seinen Einfluss. Ich sag, der macht jetzt Feuerpfeile. Nee, erstmal die Innen-Eco tatsächlich und reißt sein Arsenal direkt ab. Genau. Aber Arsenal? Was? Das war nur die Innen-Eco, ne? Ja, genau. Ja. Genau, Feuerpfeile war auf der Brücke, okay. Oh, und jetzt sieht er tatsächlich auch die Base. Ich weiß nicht, er müsste maybe versuchen, den einen Troll zu leveln. Das wäre ganz cool an den Gebäuden. Wenn es gehen würde. Ja, true. Aber das. Ja, da stirbt erstmal ein Außenposten. Also, das ist kein guter Trade, Außenposten für Zertrungelbaracke. Das ist richtig, aber mehr oder weniger swappen sie beide wieder die Seiten einfach, ne, gerade. Das stimmt. Ja, Beast hat eigentlich schon die Möglichkeit, hier beide Seiten zu kontrollieren mit seiner Armee. Ich meine, er weiß natürlich nicht, dass Fixer so wenig Karten hat, aber trotzdem. Mittlerweile hat er 500 CP, meinen. Ja, er hat auch Rüstung auf keinen Einheiten, glaube ich, bisher, aber er hat sie erforscht. Und endlich mal ein paar Ungebrannte. Damit seine Elite-Equipment auch, Elite-Ausrüstung auch mal was hat. Ja. Stimmt, Beast hat ja auch seine vier Trolle. Fällt er seinen Trollkäfig eigentlich? Ja, dort schon. Und Thorin ist auch draußen. Das heißt, immerhin hat er nochmal einen Helden gebaut, bevor die Heldenstatuen zugrunde gehen. Ja, Thorin ist auch echt, also Thorin, ekelhaft. Ja. Also wenn der levelt, das ist schon einer der stärksten Helden, glaube ich, die es im Game gibt. Ja. Kann gut sein. Stimmt schon, er ist schon echt die Karte. Hat er gerade sein Horn? Wo hat er denn gerade sein Horn angesetzt? Da oben links? Das ist eine gute Frage. Die sind gebufft da oben links. Er hat oben links das Horn benutzt, um das Göfter zu heißen, also ein Schlachthaus. Das ist eine interessante Choice. Naja. Ja, vielleicht braucht er es einfach. Er weiß, für die Fight braucht er es halt einfach nicht. Ne? Und ja. Jetzt, er hat, und was ich nicht... Ich weiß nicht, ob das gut ist. Der Zwerg greift jetzt hier mit seiner gesplitteten Armee an, also mit der Hälfte. Ja, das sind auch nicht mal alle Helden. Das heißt, Kili ist da auch nicht dabei. Aber das Ding ist, was Mordor eventuell ein bisschen bräuchte, wäre Richtung Heldenkiller ein bisschen was, vielleicht sogar. Wovon also, meinte ich? Kankra, maybe der eine Nazgul. Oh, die Trolle. Oh,
Ja. Ah, einer, zwei. Da leveln erstmal Pikenbataillone. Levelt auch Turin. Ah. Oder ist Level 3 geworden. Ja. Das heißt, jetzt kriegt er schon hier Plünderschaft. Das ist richtig. Da Turin. Ja, König im Ziel. Und auf der nächste Vorposten. So muss ich sagen, mit den Helden. Genau, Minenschachtler einreißen. Damit keine Verlängerung. Ja, Kankra wäre cool. Die sollte sich, glaube ich, jetzt holen können. Mit 4 Spellpunkten. Und die Ork-Bogenschützen greifen dann alle das Gehöft an, wie ich gerade sehe. Ja. Schwierig. Ah, und die Mine ist auch nicht. Die Trolle hätten auch die Mine jetzt angreifen müssen. Weil jetzt kommt da nochmal Verstärkung durch. Ja. Und ansonsten hätte er nicht gerade den Spell dafür gehabt. Aber wobei doch gleich. Gleich hat er ihn schon wieder. Und ich weiß nicht so ganz. Das sind schon ganz viele Bogenschützen, aber die machen nicht so viel Schaden gegen die Helden unbedingt. Vor allem nicht gegen das. Greifen sich immer noch das Gebäude an? Ich bin mir unsicher. Nicht mehr. Ja, wo ist die Kankra? Also, wo ist die Kankra? Ich suche so. True. Und auch wenn Fixer den Kampf hier überlebt, dann wird's kritisch. Dann unter die Helden vor allem. Ja, also Turin mittlerweile auf 4. Er benutzt von Sauron tatsächlich das Festhalten. Ja, nee, das war. Ich nicht... nichts erwischt, oder? Das müsste doch dieses Festhalten gewesen sein, Helden. Ich weiß gerade nicht sehr genau. Sagen Sauron Space hatte ich nie hundertprozentig im Kopf, aber ich glaube, das war was anderes eventuell. Ja gut, ich meine, wenn alle Helden überleben und Fixer sich zurückziehen muss, ist es immer noch eigentlich ganz gut für Fixer. Das ist ein Helden-Level für die Helden und das zählt sehr hart. Mordor hat es da ein bisschen... Zwergenhelden. Gerade Eredun-Helden, ja. Ja. Mordor hat es ein bisschen einfacher mit dem Helden-Level, ne? Einfach Sauron Sachen in allerwertesten schieben, ne? Oh ja. Bah. Ja, da ist auch der Nazgul. Ist der falsche, ist der dunkle Marschall. Ich hätte mir den anderen gewünscht, weil der tatsächlich mit seiner Klinge jemanden snaren kann. Einen Helden. Und er ist tatsächlich auf Harad gegangen. Ah, ich fänd Kankra so viel geiler hier gerade. Also, damit hätte er sich auf jeden Fall einen Helden schnappen können, wahrscheinlich gerade, hätte er Kankra gehabt. Ja, wäre wahrscheinlich schon besser gewesen. Mhm. Aber Fix hat noch die ganze Oberseite der Karte. Innen-Eco auf 2 bei Fixer, Außen-Eco noch auf 1. Und bei Beast wird es wahrscheinlich sowieso noch dauern mit Sauron, ne? Der braucht ja ein bisschen länger, ne? Wobei er hat irgendwo seinen Einfluss drauf gesetzt. Weißt du auf was? Nein, leider nicht. Doch, auf der Spanner hat er es gesetzt, tatsächlich. Auf Spanner. Spanner. Ja. Ah, gut, macht dann auch Sinn, dass er auf die Radverstärkung geht, ne? Ist die Musik eigentlich zu leise? Ich mach mal ein bisschen lauter gerade. Wow, Fixer hat eine zweite Schmiede gebaut, das finde ich arg. Was ist das? Greedy mit so wenig Einheit. Was ist eine zweite Schmiede? Ja, oben links im Vorbossen. Wofür braucht er denn dazu? Oh, will er jetzt so schnell die Upgrades durchpumpen oder was? Also maybe, also die Klingen hat er schon reforged, vielleicht. Ist gerade in der anderen Schmiede schon ein Eco-Upgrade, aber es hat schon, also. Puh, er hat halt immer noch nur 600 CP an Einheiten, also. Er braucht Einheiten, wenn er. Und die Rüstung. Ja, und die Rüstungen sind auch kaum verteilt, eigentlich. Ausgerüstet. Geld. Bilbo. Wobei, die Rüstung hat er schon gut upgraded. Mhm. Ausgerüstet, meine ich. Wie ist das immer? Oder hat er keine neue Crit Ungol gebaut, ne? Nee. Zetsch. Und Beast geht auf die Basis, aber das Tor ist zu. Und er hat auch keine Trolle, ne? Mehr. Nee. Er hat noch einen Käfig gebaut, Trolle, aber. Ja. Oh, das hat er noch einen Trommeltroll gehabt, aber der ist gestorben. Wo hab ich gar nicht gesehen gehabt? Der ist gerade eben gestorben, das siehst du Skelett noch bei der Zwergenarmee. Ach stimmt, da, ja, es ist. Ich hab den auch nur liegen sehen. Ne, ich hab ihn einmal kommen sehen aus dem Trollkäfig, aber noch nicht mehr, wo der hingelaufen ist.
Das ist jetzt Kastellane. Also mit Mordor, das solltest du, glaube ich, nicht machen, deine Seite, um die du spielen willst, dann so aufzugeben. Wenn, vor allem, wenn du halt so Vorposten gebaut hast, wie Dol Guldur. Und jetzt sterben halt die Kastellane weg. Und die geben gutes Geld. Kriegt Ungol-Soldaten. Die sind doch teuer. Stimmt, hat der irgendwo eine Kriegung-Kaserne? Die sind doch echt gut im Geld, aber Beast. Da hinten hat es die auch. Beast, du musst runterlaufen, hallo. Der will tatsächlich jetzt die Base lagern. Es dauert ein bisschen mit einem Troll ein Tor aufzumachen, aber es könnte funktionieren. Ich hoffe, da kommt noch was weiteres. Da kommt ein weiterer Troll noch. Vielleicht hat Fixer nicht Direktionsgeschwindigkeit dafür. Hoffen jetzt. Ja. Mal gucken. Er muss doch erstmal zur Mine zurücklaufen. Die ist 10 Meter entfernt. Das ist richtig. Und ich glaube, der will auf jeden Fall Dol Guldur down bekommen. Bekommt er auch. Ja. Hat auch 3000 Gold, ne? War der Fixer. Und keine CP. Ja, keine Einheitenproduktion in Produktion. Ja. Er hat jetzt in Eco Level 3 und außen Level 2. Also er hat es tatsächlich gemacht, dass er sehr schnell upgradet. Mhm. Aber jetzt muss er jetzt wirklich zur Base-Basis zurück. Okay, er gibt sich zurück, immerhin. Aber das Tor ist zu, offen. Kaputt. Ah, warte mal, Beast hat seine Harad-Sachen beschworen, aber keine CP dafür gehabt. Okay, das ist natürlich ärgerlich. So, reinlaufen. Am besten Minenschacht zerstören, wenn es geht. Ja. Mehr oder weniger, oder von mir aus halt auch am Ohr die Ork-Bogen schützen, wenn sie ihn angreifen würden. Oder greift er an? Jetzt greift er an. Okay, die Helden sind noch nicht da. Das ist richtig. Jetzt kommen sie. Ich weiß gerade nicht so, wo er mit den Trollen hin will. Da sind gerade keine Piken da vorne, glaube ich. Da kann er gut reinhauen in die Ungebrannten. Allgemein wenig Piken, nur das eine Bataillon gerade hier, ne? Aber wenn er die fokussen würde mit dem Bogenschützen, wäre schon nice. Ja, es ist... Also entweder mit den Trollen greifst du das Gebäude an, oder du machst irgendwas mit denen, aber nicht nur rumstehen. Hat vorhin Level 7. Oh ja. Meine Radverstärkung ist jetzt da, aber die ist halt auf der anderen Seite der Karte. Er hat Kampftrolle. Oder ausgerüstete Trolle. Nett. Die sind auch nicht ungefährlich. Ja, das ist wohl wahr. Und es ist halt auch echt viel Mordor. Also einige. Also er hat halt Einheiten gebaut. Das ist gerade so ein großer Vorteil. Ja, ein Spieler hat Einheiten gebaut, der andere nicht. Wer mag so den? Ja, der andere hat sie immerhin upgegradet. Und hat gerade 5000 Gold im Inventar, in der Bank. Und er hat die Belagerungshämmer tatsächlich gewählt. Für die Trolle. Ja. Ich weiß nicht, ob das... Ja, ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Jetzt gucken wir mal. Rims. Ich meine, ja, du kriegst die Zardelle. Wahrscheinlich, ja, aber... Aber das war's halt, ne? Und er muss jetzt abbauen, er muss den Nazgul saven. Er muss auch seinen Goff... Den Goffmark hat er ja auch. Weil ansonsten, ich glaube ja nicht, dass er hier... Eieieiei. Oh, die Zardelle? Nee, die, glaub, die lebt. Die lebt. Er hat dann noch die Hundschwerter, ne? Reiter. Und jetzt, oh, die. Ja, ich meine, aber. Bleibt der Olifant. Wie langsam ist denn der? Mein Gott. Ja. Schneller ja, ich habe ein bisschen. Ja. Also, ja, so Fixer. Ah, es ist schade, dass er die noch nicht geupgradet hat, die Reiter. Ja, das stimmt. Was ist das hier? Oh, ja, tatsächlich. Tatsächlich sieht's ganz gut aus hier, die Helden. Aber gut für, ich weiß gar nicht, für wen es Schnitzel gut aussieht. Für beide sieht es schlecht aus, würde ich fast sagen. Ja. Die Helden überleben leider hier, alle sehr knapp. Ja. Ich glaube, Thorin lebt auch noch, oder? Ja, der lebt. Der hat noch mehr als die Hälfte des Lebens. Ich sehe ihn gerade nicht. Level 9, oh Gott, wenn er Level 10 ist, das ist schon... Level 9 Bufur, Level 7 Bufur, Level 9 Twalin. Und jetzt, Fixer hat jetzt auch Gandalf tatsächlich und er hat massig Ressourcen. Theoretisch könnte er jetzt eine ganze Festung upgraden und dann würde hier Beast einfach nur davor stehen und weinen wahrscheinlich.
Ich hätte vor allem gerne eine zweite Barke, mindestens. Und dann erstmal Einheiten bauen, bitte CP-Upgrades und Einheiten bauen. Ja, das wäre tatsächlich eine Maßnahme. Das wäre eine gute Maßnahme. Okay, hier oben hat sich auch nichts geändert. Da unten ist die Kind Ungold tatsächlich. Das wird noch lustig, ja. STS, ja, definitiv. Außeneko noch auf 1 bei Beast. Ah, jetzt kommt erstmal der Doppelbrunnen. Der Doppelbrunnen? In der Basis. Toll. Healing muss sein, ne? Für die Helden. Ja. Hat auch ein Trommler-Troll wieder, Beast. Sein Außenposten wird auch verstärkt mit Türmen. Oh mein Gott. Nice, das ist nice an diesen extra Bauplätzen bei den Zwergen, dass du die Außenposten halt einfach mit Türmen bestücken kannst. Und das soll wahr. Oder auch Brunnen, ohne halt wirklich richtige Bauplätze zu nutzen. Ja. Gibt es epische Belagerung? Ja, also ich fand, also es war, doch, war schon ganz nett. Ne? Was war nicht, gefühlt nicht eine richtige Belagerung, weil er schon direkt drin war, aber ja. Naja, halt dann halt eben einen Sturm. Oh, Sauron ist gestorben. Oh, das ist schlecht. Das tut mehr weh, als man denkt bei Mordor. Weil man dann einfach Sauron ein wichtiger Held schnellweise ist, mit seinen Coolen und so. Oh Gott. Aber eventuell können sie auch für Fixer sehr wehtun. Also, dass er hier mit seinen Helden allein hier unterwegs ist. Das ist faszinierend. Oh je, also gerade auch der Olifant. Gandalf. Ja, also. Gandalf. Und hier ist auch kein Minenschach gerade in der Nähe. Nee, er hat auch nicht den Spell ready. Ja, also hier, Killy. Ja, wenn er jetzt mit den Reitern gut hinterher charged. Ja, Killy kann man einfach wieder beschwören. Wo Gandalf? Ach, hat leider nur noch einen Reiterbot, das ist sehr ärgerlich. Also dieses zerschückelte Reiterbot. Oh, die fighten jetzt dagegen. Warum bleibt die restliche Mordor aber stehen? Hallo! Oh je. Oh no, Inbeast. Das hätte der Sieg sein können, Inbeast. Alter, der hat 6000 Gold. 6000. Ja, er hat so viel, aber macht nicht genug damit. Oder nicht genug Einheiten. Also tatsächlich hätte ich gesagt, wenn der Thorin stirbt hier, was er jetzt leider nicht ist, nicht gemacht hat, hätte Inbis vielleicht nochmal in die Basis reinrennen können. Ja. Und gewinnen. Maybe. Aber jetzt. Oh. Wofür stirbt eventuell noch? Nee, okay. Jetzt kommt doch der Heldenbrunnen. Der Heldenbrunnen. Ei, ei. Ach, guck mal, jetzt kommt Gandalf. Ja, wie war das jetzt im Zauber? Kommt nie zu spät. Er kommt genau dann, wenn es Kirchner gebraucht wird. Ja, ja, ja. Das ist korrekt. Jetzt muss Beast aufpassen, dass er seine Einheit nicht zu sehr klumpt. Weil da hinten. Okay, er nimmt die Frontsachen, aber hat trotzdem gut reingehauen. Dann läuft fast 200 CP. Und, jetzt muss er hier aufpassen. Ich glaube, Goffbock wurde. Ist er hier gekrüppelt hier oder warum steht er so rum? Ach, ne. Nee, der kämpft einfach nur. Gegen was kämpft er? Ja, gegen. Gegen Bombo. Ach, Bombo, stimmt, der ist ja auch angreifbar. Ja. Wo Einheitenproduktion? Das ist eine gute Frage. Wo Einheitenproduktion, in der Tat. Aber jetzt sind wir hier, also wenn er mal Einheiten macht, oder er macht ja so langsam mal ein paar Einheiten, das macht mich schon mal ein bisschen glücklicher, dass er zumindest ein bisschen was hat. No. Und Mordor hat nicht so die krassen Late-Game-Tools gerade, die Mordor an sich normal so stark macht im Late-Game. Ja, und die große Heldenliga ist noch nicht da, so also wirklich. Und genau. Weil er hat tatsächlich den schwarzen Marschall, hat er sich so geholt. Oh, den dunklen Marschall. Geupgradet. Bei 6000, Beast hat auch mittlerweile 3000, ja. So, in Eco jetzt endlich mal auf 3 bei Beast. Außen noch auf 2, auf 1. Mit ein bisschen am Geld mangeln, maybe. Demnächst. Ja. Und er hat auch nicht so viel von der Karte. Tatsächlich. Die obere Seite gehört immer noch komplett dem Zwerg. Oh, den könnte man sehr Geld gut ausgegeben. Wer? Ja, wer hat gerade ein Beast? Ja, vielleicht kommt ein Held. Mal gucken. Wahrscheinlich dann Saurons Mund. Saurons Mund auf Level 9 wäre auf jeden Fall sehr cool. Ich meine, auf Level 10 hat er ja seine Zwietracht da, ne? Oder ist es Zwietracht? Dann ist der auch Sauron leveln, oder? Nee, nicht mehr. Nee, nicht mehr. Nee.
Tja. Wie kriegt der Sauron noch auf 10 gerade, ist die Frage. Na, ah, da ist auch Sauron zum Mund, ja. Ist sehr böse tatsächlich, wenn er auf Level 10 kommt. Also schon vorher auch. Sehr viele krasse Debuffs, sehr guter Mann. Gucken wir mal eben. Hebt eine Möse von 15 Orks, das ist 4 Ork oder. Vielleicht also, mit Gothmog, wenn der wieder lebt oder falls er noch lebt. Gothmog, stimmt, ich weiß nicht, ob der da überlebt hat oder weggekommen ist, weiß ich gar nicht. Also kann auch sein, dass er schon Level 5 war. Ja. Was haben wir denn noch so? Kontrolliere alle. Na gut, das schafft man ja sowieso nicht. Castellane hat er ja schon. Belagerungswerk Stufe 3. Das könnte man machen. Maybe auch das mit den Trollen oder mit den Orkbogenschützen. Mit den Feuerfallen oder sowas. Und der Zwerg holt sich jetzt den zweiten vor Boston. Ah, das könnte sich auch gefühlt nur die Zwerge erlauben auf dieser Karte. Theoretisch, weil die immer hin und her kommen mit ihren Gängen. Aber normalerweise möchtest du sowas ja nicht unbedingt haben. Wie ist es gerade auch? Naja, kommt drauf an, ja, stimmt schon. Also es ist halt echt schwer zu verteidigen, wenn du normal bist, sag ich mal. Normales Volk und nicht Zwerge. Ja, da ist was dran. Ich mag die zwei Türme in der Basis, die Brunnen besetzt haben. Achso, ja. So, ich höre Harad, glaube ich, wieder als Verstärkung. Ja, Harad lässt auf sich warten. Inbis hat nämlich wieder keine SP. Was ja an sich auch nichts Schlechtes ist. Mal schauen. Das Tor ist noch offen. Die Trolle kommen erneut. Einer hat einen Hammer. Das ist noch von vorher, glaube ich. Könnte sein. Aber diesmal, wenn die jetzt reinlaufen, ist schwierig. Das ist sehr schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Und jetzt sieht es schon wieder nicht mehr so gut aus. Hat er die Ölschächte? Nee, die Ölschächte hat er nicht. Glaub nicht. Enttäuschend. So, der eine Troll ist kaputt. Türme. Und der andere wird keinen Schaden machen dagegen. Dementsprechend kann Beast ja absolut gar nichts machen. Ich würde, wenn ich Beast wäre, hol den Vorposten, baue von mir aus Belagerungswaffen. Die sind tatsächlich ein bisschen effektiver gegen Gebäude als Trolle. Und wieder rein in die Basis, die zweite. Nee, diesmal nicht. Diesmal nicht, das Tor wurde geschlossen. Ah, ja, und jetzt kommt hier diese unangenehme Stärke der Zwerge. Ich kann Gänge bauen und bin einfach in deiner Base, während du an meiner bist, ne? Ja. Unten. Er könnte mal wieder Belagerungswerke bauen, hat er auch schon. Er macht nochmal Kriegswagen, aber eigentlich könnte er zu dem Zeitpunkt auch einfach Katapulte bauen oder so, oder Rahmen. Ja. Und einfach so, oder Katapulte, das Schöne an Katapulten ist halt, dass man halt die Gegner zur Aktion zwingen kann. Ja. Da muss man nicht unbedingt seine Armee riskieren auf einer Festung mit 7 Türmen oder wie auch immer. Ja, Beast, also hier musst du jetzt überlegen, also. Support hat also du solltest jedenfalls nicht hier rumstehen, glaube ich, Beast. Oder? Ich meine, du hast eine Zwergenarmee vor der Tür. Kannst froh sein, dass da noch keine Belagerungswaffen bei sind. Kommen da auch zwei Türme hier unten. Ah, mein Gott. Mein Gott. Aber hey, Beast holt sich mal wieder ein bisschen von der Karte. Das ist mal etwas. Guck mal, der Streitwagen. Was ist der? Wo ist der Streitwagen? Bei der Basis hat nur ein paar Orks übertrampelt. So. Ich sag, finde ich jetzt nicht mehr so lohnenswert zu dem Zeitpunkt, aber jetzt kommen auch die Rammen zumindest. Erdenhammer sind natürlich auch cool, aber auch sehr teuer. Ja. Braucht man nicht unbedingt eigentlich, wenn man Rammen hat. Ja, und jetzt hoffe ich mal, jetzt kommt vom Biesten QA in die Base, in seine eigene. Ja, kommt's auch. Nee, kein Q. Nee, ich wollte gerade sagen. Kein Q, aber greifen wir mal welche oben die Base da an, da bleiben sogar stehen. Ja, das ist, oh, der Troll. Tschüss. Schöne Schwerte, Troll. Ah, das tut natürlich sehr weh, ne? Deswegen habe ich sowas wie Zwerge und sowas echt ungern direkt, dass man hier die Eingänge und sowas nicht sieht, ne, wann die kommen. Das ist schon sehr unangenehm dann. Oh ja, also, aber Endbeast, wo bleibt der Armee? Warum ist die an der Mine? Okay, sie bewegt sich weiter. Ich glaube, er hat eine Tech-Move gemacht sogar. Und Sauron bleibt sehr gut sein.
Sauron bleibt einfach stehen, tatsächlich, was auch bitter ist. Den bräuchte er nämlich wahrscheinlich. Oh, no. Oh, was wird denn da oben schon? Beoringer, nehme ich mal an. Oh ja. Beon. Ja, also ah, okay. Das Values von Fixer kann man verbessern, aber gut, der Nazgul ist reingerannt. Das ist wohl wahr. So, ich hoffe, der Nazgul kreischt jetzt oder so. Wobei, die haben eine Furchtresistenz, nehme ich mal an. Die haben definitiv eine Furchtresistenz, Torin. Ja, wobei, ne, die sind Toren sogar, Level 10 vor allem. Die sind sogar gestunt hier. Die waren sogar so. Oh ja, tatsächlich. Wait. Aua. Tatsächlich. Symbalien, so. Jetzt natürlich der Oh, vorsichtig, ja. Oh, jetzt bewegt er sich wieder. Oh, der hat nicht. Oh. 10 Piken sind gemein. Stimmt, 10 Spellpunkte, aber für. Ja, stimmt, er könnte sich Sauron holen, ne? Er kann sich Sauron holen, ja. Also, GV. Macht er auch. Und damit ist GV auch auf 10. Ja. Und, und damit auch Saurons Mund. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Ja. Ist er schon gestorben? Warum? Oh nein, ich weiß gerade nicht. Nee, ich glaube nicht. Oh, mit GV so also in die. Ah, geh da raus! Oder. Oh, yeah. Also, ich meine, ist, ne, ist zwar Sauron, aber das sind halt Zwergenhelden, ne? Oh. Oh, ne, jetzt direkt GV zu verlieren, wäre echt. Erst mal die Festung vor der Festung zu stören. Muss er, glaube ich, sogar machen. Und GV ne? ist tot. Naja, muss er, ja, natürlich. Ach, was ja. Er. Und der. Ja. Da kommen weitere Rammen, er hat keinen Vorposten. Ja. Oh, das sieht sehr schlecht aus. Nee, der hat nichts mehr. Ja. Oh, der hat nichts mehr gegen Zwerg mit Upgrades und Helden. Ja, war aber auf jeden Fall ein knappes Match, würde ich sagen. Also. Und da kommt nochmal Gandalf einfach vor so YOLO. Ja. Interessante Taktik von Fixer, die tatsächlich aufgegangen ist. Ne? Also so auf diese Helden zu sparen und sowas und die jetzt rauszuholen. Das, interessant ist, dass es so funktionieren durfte, wie es funktioniert hat. Eine sehr interessante Taktik. Ja. Könnte auch böse sein und sagen, er hat vielleicht am Anfang einfach zu viele Dinge gleichzeitig gemacht. Naja, er hat auf jeden Fall keine Einheiten gebaut, also dementsprechend. Keine Einheiten. Upgrades, Helden, Eco-Upgrades. Ja. Aber ja, er hat's geschafft, eine Armee aufzubauen. Und er hat auch schön hier die Basis angegriffen, da kann man. Ja. Und auch der letzte Stand hier am Ende, der war auch ziemlich stark. Nerf Eredluin, da bin ich absolut dafür, Hestias. Ich mag Eredluin auch nicht. Aber Eredluin ist doch schon genervt. Die kann man im Grunde im Boden nerven. Mit ein bisschen Movement Speed endlich auf dem Niveau der anderen ist, dann nicht mehr. Dann ist okay. Oh, da kommt sogar ein Werwolf aus Verzweiflung. Der Arme. Sieht man natürlich auch selten. Jetzt leben wir weg, um zu sterben. Ja. Kann Bali noch mal ein bisschen leveln, der war die ganze Zeit nicht dabei. Also nicht die ganze Zeit, aber erst am Ende, meine ich. Ja. Er kam tatsächlich ein bisschen später erst. Oh, die Festung hält ja am Leben, ne? Da war ja was. Ja gut, ne? Ist noch alles drin? Wie ist das noch? 2000 Ressourcen? Ja. Und vielleicht verteidigt sich die Bestie einfach nur gut. Was ein Game. Was ein Game. Ja, war ein gutes. Ja, war auf jeden Fall ein spannendes Game. Man soll erst gut sagen, ne? Aber. Lace ist auch gut in der Form von. Ey, ich hab. Also mit der Zwergentaktik fand ich schon sehr cool an sich. Wahrscheinlich hätte er ab und zu mal ein paar Einheiten mehr bauen müssen, aber. Ganz sehr cool, er hat gut auf seine Helden geachtet. Das ist wohl wahr. Das hat er tatsächlich. Gut seine Helden gelevelt. Ja, das hat er gut hinbekommen. Das war klasse von Fixer. Ja, wie geht damit? Damit geht die erste Runde an Fixer. Ist noch alles drin. Wenn die nächste Runde auch so spannend wird, vielleicht ein bisschen kürzer, aber so spannend, dann wäre es auch toll. Am nächsten Mal wird hoffentlich kleiner werden. Jede Map ist kleiner als Morgai. Na, Kahnquelle und Liflat sind auch ziemlich groß, ne? Das stimmt. Aber ja.
So, dann kann ich das ja mal eintragen hier. Wo? Ihr seht ja, mein Desktop hier ist ja furchtbar. Alles ist so unprofessionell. Ja, alles so unprofessionell. So, hier, dann könnt ihr hier das Ding sehen, ne? Also, ne, der Gewinner hier aus Intelligenzbeast vs. Fixer spielt gegen Raschko. Und ich kann euch dazu leider absolut gar nichts sagen. Von den Spielern habe ich leider bisher gar nichts gesehen. Kann ich nicht einschätzen, wie gut das wäre oder nicht. Und irgendwie hängt bei mir mein Notepad. Wo? Die machen ja da unten jetzt erstmal ihre Abstimmung und so, ne? Welches Volk, welche Map und so. Yep. Prinzipiell könnte ich meinen. Du kommst ja gar nicht rein in den Battlezone Cup. Naja, dann lass sie erstmal machen. Und dann. Kannst auch gerne kurz alleine reingehen. Ich kann ja gar nicht rein. Ja, achso, siehst du mal. Nee, wir können ja beide nicht rein. Achso, ich dachte. Musst du bist uns Marco hin und her schieben. Nee, ich bin hier gar nichts. Ich bin. Krasser Streamer. Nee, ich bin hier gar nichts. Ich bin Außenstehender und frage immer an, was ich richtig Legenden kauen. Und frage immer, was darf ich denn hier streamen und was nicht. Aus dem ersten Zeitalter. Richtig. Sagen wir aus dem zweiten Zeitalter, weil so lange bin ich noch auch nicht dabei, ne? True. Gnomi ist aus dem ersten Zeitalter, ne? Gnomi ist, voilà. Das ist richtig. Der hat das mit aufgebaut. Ja, das ist true. Er hat das durch seinen schönen Gesang hat er das alles ins Leben gerufen, ganz eindeutig. Boah, Gnomi singen hören, das wäre auch klasse. Ja, das wäre super klasse. Gnomi ist im Chat? Leider nicht, ne? Nee, der spielt Cthulhu gerade. Der spielt Cthulhu. Ja. Ja gut, währenddessen leider warten. Ansonsten DSS. Ja, wir beide könnten ja theoretisch irgendwann aufeinander prallen, ne? Mhm. Freust du dich schon da drauf? Ich prall ja immer gerne gegen dich aufeinander. Das will mein Chat hören, das ist richtig. Ja, nee, aber mal schauen. Also ich meine, generell Turnier ist einfach spaßig, weißt du? Und mehr Turnierspiele zu spielen, ist doch lustig. Wir brauchen einen Outro-Song von Gnomi, das finde ich auch. Ein Outro-Song von Gnomi? Wieso kein Intro-Song? Wieso kein Intro-Song? Ja. Das ist dann von mir. Stimmt, morgen ging halber Rad. Ich hoffe, du fühlst dich fit und sicher. Boah, und früh trainiert. Ja, geht so. Okay, also wir haben... Aber ich glaube, es geht. Ich habe die Bands von Marco erfahren. Das ist einmal... Fixer hat Nebel und Rohan gebannt. Okay. Und Beast hat Gondor und Nebel gebannt auf anscheinend Pfoten. Beast ist ja Spieler 1, oder? Also, nee, Spieler 2 meinte ich. Beast ist Spieler 1. Ach so, das heißt er das zweite. Sind jetzt beide Rohan? Okay. Ist das jetzt ein Rohan mehr? Das ist ja eigentlich nicht erlaubt, soweit ich. Doch, du kannst es schon spielen, aber. Nee, okay. Ich kann doch gegen Kraber nicht Lodo spielen. Ficken. Doch, das ist erlaubt. Aber das ist laut Regelwerk erlaubt. Nur können die Spieler sich. Das ist nicht absichtlich erlaubt, stand, glaube ich, drin. Ach so. Ist jetzt nicht so wichtig. So, ich muss mal die Völker eintragen. So. Okay. Was wichtig ist, dass Rohan gegen Mordor spielt. Und ich sag dir, das gewinnt den Beast. Ja, Beast wollte extra von meinem Gondor sich was abgucken. Ich hoffe, er hat sich nur die guten Sachen abgeguckt. Weil da es gibt genug schlechte bei meinem Gondor. Reiter in Piken reinschicken, das mache ich immer gerne. Meine Waldläufer nicht protecten, mache ich auch immer gerne. So, da mache ich noch immer eben ganz kurz. Ah, jetzt ist ich will mal den Twitch-Chat sehen. Entschuldigen Sie bitte. So, jetzt, let's go. Also Inpeace mit Gondor gegen Fixer mit Rohan. Dann, mal gucken, was wird, ne? Wir hoffen natürlich auf 3 Spiele, ne? Ganz klassisch. Ohne Partei zu ergreifen für Inpeast. Let's go, Inpeast. Du bist für Rohan. Im ersten Match muss ich jetzt sagen, dass ich nicht an Fixers Rohan glaube. Aber ich bin natürlich für Rohan, ja. Vielleicht kann ich ja was lernen von Fixers Rohan. Warum glaubst du nicht an das erste Match von ihm? Also an... Nein, nach dem ersten Match meinte ich nur, glaube ich, nicht, dass Fixer was mit Rohan so viel... Achso. Meinst du, weil er keine Bauern bauen wird? Auch nur Helden? Ja... Oh, weißt du, die Sache ist, Zwerge, der hat halt ja im Endeffekt durch die Late-Game-Stärke von Zwerge gewonnen. Mehr oder weniger.
Also so ein bisschen, dass er dann irgendwann die Armee hatte. Ja, beziehungsweise und bis dahin halt sehr angreifbar war, theoretisch. Ja, aber vor allem gewonnen, dass er eine Base, in die Base kam, ne? Ich glaube, hätte Beast mit seiner ganzen Armee in seiner Base gefightet, ich glaube, dann hätte er nicht so einfach gewonnen. Aber es kam ja immer Stückchen von Stückchen, ne? Nee. Ja, Lapenno, ja, aber eine kleinere Map, oder? Macht das einen Unterschied? Das ist eine kleinere Map. Für Unit-Builds? Für was meinst du das jetzt? Für Units, also kleinere, für Unit-Builds, ja. Zum Beispiel bei Gondor, also ich jedenfalls, auf ganz kleinen Maps baue ich zum Beispiel mit Gondor selten Reiter. Außer wenn es halt möglichst nutzbar sind im Fight. Sonst mit Gondor-Reitern versucht man ja häufig zu harrisen. Dafür ist Morgai sehr gut oder Liflat, große Karten halt, ne? Da ist Reiter-Harris ist super geil. Wenn du jetzt auf so kleinen Maps spielst wie Lin hier, ne, da habe ich es jetzt, würde ich es persönlich wahrscheinlich nicht unbedingt bauen, außer der Gegner baut keinerlei Piken unbedingt und es baitet sich super an gerade, dann kannst du es mal machen. Aber zum Harrison sind der Reiter nicht so geil. Hier die Karte im Fourth Season ist ja eine mittelgroße Map, sag ich mal. Hier und auch vom reinen Aufbau her baust du hier auch auf jeden Fall Reiter in der Regel mit Gondor. Die sind hier schon sehr nützlich. Und Rohan baut eigentlich ja immer Reiter, ne? Aber natürlich ist die Map sehr abhängig, wie die Map aufgebaut ist, wie die Creeps hast. Je nachdem, was für Einheiten du baust, willst du direkt Piken sogar bauen für einen Bar-Creep, keine Ahnung. Oder baust du erst gar keine Einheiten, weil du erstmal 10.000 Gehöfte bauen willst außen, weil die alle frei sind. Gibt's ganz unterschiedliche Sachen tatsächlich. Wie man spielt, ist tatsächlich webabhängig auch, ja. So, oben rechts sehen wir jetzt mal hier den Troll-Creep. Wie Pippin ihn nicht triggert, weil er in Range ist. Ach, Beast. Ich warte, sie ist doch gepieken. Ich hoffe nicht. Sir Rensselaer hat subscribed. Achso, ja, Rensselaer. Mit der Grafikkarte, das musst du Beast selber fragen, das weiß ich nicht. Ja, extra auf die Piken warten, finde ich halt so. Das dauert so lange, ne? Ich glaube, das war keine Absicht. Ja, glaube ich auch nicht. Ich glaube, mit den Piken kannst du ja die Waage einfach währenddessen machen. So, aber wir wollen ja Fixer beobachten. Was macht er denn hier mit seinem guten Rohan-Bauernklump? Schaffen die draußen. Bauern das hier eigentlich hier alleine hier unten? Also ein ungeupgradetes, das ungeupgradetes Bauernbett. Oh, jetzt muss hier Beast aufpassen, dass der hier nicht der Troll geklaut wird hier. Aber das sollte er hoffentlich durchziehen können. Ach, wenn ich das schon höre. Warum habe ich eigentlich die englischen Sounds gerade an? Das ist sehr wild. Tja. Normalerweise habe ich das auf Deutsch. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Das könnte tatsächlich ein ganz schön, also gar nicht mal so ein schlechter Fight werden für Fixer. Nee, wird's auch nicht. Und ich glaube, Beast sollte einfach nur das Gold nehmen und dann abbauen. Oh. Also, das gewinnt er nicht. Das gewinnt Beast nicht. Und er verliert das Trollgold. Und er schickt seine Truppen einfach nur rein. Beast ist halt zu weit ausgebreitet gerade leider. Also zumindest für den Fighter. Und er hat auch direkt wieder Pechwerfer gebaut, Fixer. Wo wir uns tatsächlich, als wir mal beobachtet haben, gefragt haben, ist das das Ding? Ja, jetzt versucht hier Beast noch irgendwie. Ach, der nee. Nee, leider nicht. Das tut sehr, sehr weh tatsächlich. Eieiei. Ich meine, Beast selbst noch an anderen Ecken und so. Ist okay, aber naja, ein Troll-Creep zu verlieren und irgendwie 3 Bataillone waren das, ja? Oder sogar 4 jetzt. Oder sein viertes. Nee, schon 4 Bataillone hat er verloren, ne? Ah, das ist halt. Oh. Das tut echt weh. Ich weiß es gerade nicht. Ja, es waren 3 oben, 3 und dann kam noch eins dazu, was reingelaufen ist. Ah, ja. Es... ja. Aber ich meine, dafür hat er auch sonst ein bisschen creepen können hier. Das ist okay. Prinzipiell weiß Beast, dass er jetzt oben, dass das Ding oben ist und könnte jetzt auf der anderen Seite den Troll vielleicht versuchen zu creepen. Aber Beast geht wieder durch die Mitte und Rohan auf der anderen Seite. Also es ist hier lustig aufgeteilt so ein bisschen. Beide Creeper, also sind mit ihrer großen Armee quasi auf der Gegenseite. Jupp. Stimmt, ich wollte was trinken. Kann wieder ich mit aber dem Bauernvolk, ja Mann.
verstehen, dass Endbeast jetzt erstmal versucht, hier ein bisschen Schaden zu machen, um das ein bisschen auszugleichen. Nö, ja, sollte auch. Er hat ja nochmal eine zweite Chance. Es gibt einen zweiten Troll auf der Karte, der noch nicht genommen wurde. Das ist erstmal ein totes Schwertbataillon. Oh, und ja. Wenn er weiter fleißig Einheiten baut und erstmal seine Meter nochmal zurück zusammenzieht und zum Troll geht, dann kann er den, glaube ich, auch gut bekommen. Mhm. Beast hat jetzt auch eine Stallung gebaut, tatsächlich. Da kommen. Ja, ja. Hat er das Geld dafür? Ja. Ja. Jetzt gleich. 640 kostet er. Hat er noch gar nicht die volle Verbilligung, oder? Ne, hat er gerade nicht. Jetzt. Jetzt könnte er sie bauen. Jetzt hat er weniger. Ja, er baut es aber. Jetzt haben sie im Winter 40 zu viel gekostet. Oh, und vorne baut der Waldläufer im Waldläufer-Camp. Das ist wahrscheinlich für die extra Verteidigung. Ja. Das heißt, sagt und braucht einen Bauern länger. Oben hat er aber kein Heerlager gebaut, ne? Nee. Ja gut. Nee. Normalerweise müsste das auch Beast scouten, ob da ein Heerlager ist. Beziehungsweise so Reiter könnten halt echt mies sein. Aber es kommt eine Stallung in der Base tatsächlich. Oh ja. Und Beast hat 3 Spellpunkte und Dings fast 3 Xer. Beast macht keine Speere. Stimmt, Beast hat kein einziges Balletion-Speere gerade auf der Map. Nee. Doch, da sind noch Speere dabei. Die waren noch vom Wargriepen. Die waren noch vom Wargriepen. Ja. Aber ich meine, damit kann man ja rechnen, wenn man gegen Rohan spielt, dass eventuell Reiter kommen. Aber er baut tatsächlich keine weiteren Piken. Also. Nee, das ist die Sache. Ja, gegen Rohan immer aufpassen, dass Reiter kommen. Und es werden jetzt auch welche produziert. Guten Rohirrim Lanzenträger. Oh, da sind's auch schon. Die werden ja echt schnell produziert, ne? Also, oh ja. Er geht zum Glück erstmal auf das eine Bataillon. Okay, das kann ich verstehen, actually. Ja gut, mit nur einem Reiterbataillon würde der nicht die ganze Armee kaputt bekommen, tatsächlich. Nee, das stimmt, aber die 3 Bataillone links und rechts in der Mitte sind gefährdet, wenn das zweite Bataillon jetzt rauskommt gleich. Definitiv. Jetzt baut er ordentlich mal Piken. Ich hoffe, die Speere, ja, sie kommen. Nice. Beast holt sich auch die Bauern hier, beschützt sein Gehöft noch. Was mich so ein bisschen stört, die beiden laufen immer so viel in einem Klump rum. Ne, da gibt es so viel auf der Map zu tun, ne? Theoretisch. Jetzt, wo Reiter natürlich auf der Karte sind, ist es schwieriger. Da musst du in der Regel mit Piken Harrison oder mit Schwert plus Pik Bataillon Harrison gehen. Aber. Aber vorher wäre da noch was möglich gewesen. Ja, jetzt. Ja, Reiter Harris, ja, nice, aber ohne Klingen dauert es halt echt noch lange. Ja. Oh, was will er denn jetzt mit den Reitern hier unten machen? Sind gerade hier so die. Moment, was? Also ein Reiterbattle verliert Rohan einfach. Außerdem müsste sich umbringen lässt, dann nicht. Das ist das Problem. Wo ist denn Gegenstand? Vor allem in der Formation. Reiter. Die Formation bringt nichts. Die Gönnerformation bringt nichts. Die machen einfach Cavalry. Warte mal kurz. Ja, kann sein. Ich war mir nicht sicher. Ja, normalerweise jetzt ein Brunnen bei Beast wäre ganz cool für seine Reiter. Also für Gondorreiter und uns ist immer sehr hart. Dings kann ja er ist der Turm. Sammelpunkt bauen als Brunnen quasi, ne? Ohren. Und jetzt kommt das Ex-Wendenlager. Ein bisschen spät, aber es kommt. Ich will einen ruhmreichen Angriff sehen. Ja, mal gucken, ob wir Theo den auf Level 10 hier hinbekommen. Wenn es genauso lange geht wie das letzte Game, warum nicht, ne? Ein Gollum im Chat. Ein Smergolum. So, CP-Upgrades kommen hier. Was haben wir hier noch alles Gutes? Vorhut sich geholt. Ja, das gefällt mir nicht. Das ist ja alles. Die laufen einfach im Kreis und reißen sich gegenseitig Gehöfte ab. Ja. So und zwei Beast. Schlangen, die sich gegenseitig auffressen im Kreis. Ja, und Beast macht es aber tatsächlich schlechter. Also Beast hat weniger von der Leider. Karte. Mhm. Und wir haben Theoden. Noch nicht den Befreiten, aber den Korrumpierten.
Ja, doch nur Spellpoints gerade. Kann der eigentlich noch ein bisschen dauern? Kann der eigentlich leveln an sich? Nö. Nö? Der levelt nicht. Okay. Ziemlich sicher. Oh, wie lange war das letzte Game? Dreiviertelstunde ungefähr. Ja. Das war. Ja. Hat ein bisschen gedauert. Hier ist halt keine Innen-Eco leider. Nee. Naja, zwei Farben. Aber Fix hat 4. Hat auch eine Schmiede, also mal schauen. Oder eine Rüstkammer, wie auch immer. Ja. Ich würde gerne wissen, wie das aktuelle Einkommen von den beiden ist. Das wäre interessant zu wissen. Ja, ne? Wenn man das mal anzeigen lassen könnte, einfach mal so. Oh, aber ich weiß gar nicht. Jetzt haben wir diese zwei riesige Armeen hier nebeneinander. Ich weiß gar nicht, wer hier gewinnen würde. Es kommt, glaube ich, so ein bisschen auf die Reiter drauf an. Ja. Aber an sich eigentlich würde ich sagen, Rohan nicht, meine ich. Also Gondor meinte ich, sorry. Ja, vor allem Gondor hat auch 4 Spellpunkte. Noch ja, 3. Das heißt... Oh, die Reiter... Maybe gleich Formation. Ja, okay, also an sich sind ja schon... Ich könnte ja, das Biest schon ganz gut gewinnen. Ja. Ah, jetzt kommt die Vorhut. Ich muss hier Biest hinten die Pechwerfer rausholen. Ja. Und sein Horn mal benutzen und Spellpunkte benutzen. Ja. Ah, wenn er da die Formation jetzt schon hätte oder so, das wäre lustig. Oh je. Yeah. Ja, Biest, das 6 Spellpunkte. Prinzipiell kann er auch mit den Reitern gerade versuchen, einfach im Melee zu fighten mit der Ära-Formation. Ja, das stimmt. Und das ist auch eine Sache, die Reiter ziemlich gut machen von Gunther. Ja. Er hat mittlerweile 7 Spellpunkte tatsächlich. Oh je. Produziert jetzt erst Truppen nach. Das ist... Ach, dieser Bauernklump. Ich krieg da immer eine Krise, wenn ich sehe, dass ein scheiß Bauernklump ausgebildete Soldaten umbringt. Ah, jetzt kommt die Formation. Die haben auch einen Theoden dabei. Ja. Einen korrumpierten alten Sack. Der macht schon hier 25% Attack Damage, ja. Einen korrumpierten alten Sack haben sie dabei. Okay, ne, richtige Entscheidung von ihm jetzt erstmal ein bisschen Harrison gehen, ist korrekt. Ein Eo mehr. Er ist immer noch super weit von Klingen entfernt, Biest, das ist, der Troll lebt immer noch hier unten. Und der Wag, der Wag auch noch nicht. Oh nein, die Reiter. Ah, sie leben aber. Nee, das eine Bataillon will nicht mehr. Das bleibt. Das. Oder? Lauf doch, lauf! Lauf, also Junge! Pechwerfer, die sind nicht. Ja, nice, okay. Ah, wie knapp das vorher noch vor Level 2 ist, das ist ja bitter. Ja, er hat einen Brunnen in der Basis. Nice. Hat schon sein, das war ja eins davon, das ist ja das erste Bataillon, das war ja schon angeschlagen und das hat er wieder hochgeheilt und der Brunnen ist auch wieder ready. Mhm. Jetzt nicht mehr ready tatsächlich, weil ihn gerade eingesetzt hat. Das war. Da hätte er kurz warten können. Naja. Ja, gut. Gerade Biest hat 3 Außengehöfte. Das ist nicht die Welt. Ne? Biest. Fixer hat Innen-Öko 1, Außen-Öko 1. Ja, aber das mit den Pechwerfern immer noch faszinierend. Ne? Ich sag's wie es ist, die sind immer noch OP. Elendil war nerf. Ich weiß auch, als die eingeführt wurden, ich glaube, da waren die ja richtig stark, ne? Also da haben die ja richtig reingeböllert, die Pechwerfer. Weiß ich gerade nicht mehr. Ja, doch, gerade gegen so Spam-Klump-Völker wie Mordor und so, die machen ja AOE-Damage, die haben die richtig reingescheppert. Ich wäre dafür, dass Pechwerfer ein Upgrade für den Feuerpollen bekommen oder sowas. Nee, keine Ahnung. Aber ist schon lustig, dann mit dem Feuerpfeil-Upgrade können die dann irgendwie größere Pötte aus oder bessere Pötte auswählen oder sowas. Machst du mehr E-Damage oder sowas? Ja. Das macht Fixer gerade gut, finde ich. Zerstört ihn jetzt noch die restlichen Ausrücken-Gebäude. Lässt Biest tatsächlich absolut gar nichts hier. Nee. Wo Gandalf ein Wort der Macht, da fehlen wahrscheinlich, ich schätze mal, ein paar Ressourcen. Ja, etwa 4000 Ressourcen fehlen da knapp. Und wahrscheinlich 10 Level. Aber könnte man ja mal überlegen. Ah ja, es ist
wie es steht mit dem Rücken zur Wand hier, Lala. Jetzt kommt. Oh, Marktplatz. Ah, yeah, yeah, yeah. Ah, dieser Troll da oben, der tat echt weh. Ne? Das ist. Ja. Ja, der Eomir ist ja auch schon da. Ist er, wo geistert er denn rum? Der geistert dann am Meer rum, das. Vorgebaut. Na, jetzt ich noch genüsslich. Theoden wurde befreit. Ui. Jetzt ich noch hier genüsslich die letzten Creeps hier holen. Ja. Werden denn schon Rammen produziert? Nee, es werden noch keine Rammen produziert. Naja, nee, das nicht. Ja, gut, ich habe natürlich immer an fixes Rohr geglaubt. Ja, vor allem in seiner Einheitenproduktion. Ja, ne? Nee, also guck irgendwie, mal, ich weiß nicht. Aber da frage ich mich schon gerade so ein bisschen, ob er einfach im letzten Game gelernt hat und gerade sich wieder erinnert hat, ach ja, Einheiten produzieren ist gut, oder ob er einfach mit Zwerge keine Einheit produziert. Also, das mag einfach so. Ja, vielleicht hat er einfach so unterschiedliche Spielstile da mit den Völkern. Könnte schon sein. Oh, das ist keine Schlacht, die er gewinnen wird, der Endbeast. Nee, definitiv nicht. Da sind auch Bogenschützen dabei auf dem Pferd. Zwei Helden, die auch ziemlich stark sind. Oder relativ stark. Ja. Reiterbogis tun schon weh, aber die machen auch. Das machen jetzt auch nicht mehr den Unterschied. Nö, die, ich meine, die sind jetzt nice to have, aber. Ach, Reiterbogenschützen. Ja, gut, das ist jetzt. Einfach die Tür zu machen und eine Armee aufbauen, Biest, ne? Und dann warten wir hier nochmal eine halbe Stunde. Mal gucken wir mal, ne? Ramme, eine Ramme ist immer noch in der Produktion. Ich sehe auch keine rumlaufen. Also dementsprechend bist du noch safe, ne? Ne? Hol dir erstmal in Eco-Upgrades und dann gucken wir mal, ne? Wirtschaft ankurbeln. Na, wie viel CP hat denn Rohan? 1000. Gondor hat 150. Oh. Da können die Pechwerfer. Pechwerfer kann das Tor angreifen. Ah, lol. Der eine, der noch lebt. Der noch irgendwie einen Erfahrungspunkt braucht, bevor er Level 2 ist. Das wusste ich auch nicht, dass die das können. Ein Herz für Biest. Ein Herz für Biest, ja, Mann. Was spammen die Leute im Chat, um Biest zu unterstützen? Was brauchen wir? Ich weiß nicht, gibt's einen Beast-Emote irgendwo auf Twitch bestimmt? Keine Ahnung. Der gute Kundschafter. So, kommen jetzt mal hier die Rammen. Da kommen die Rammen. Ja, schade drum. War tatsächlich ein bisschen schneller entschieden und klarer als das erste Match. Ja. Naja. Wir haben ja gemeint, vielleicht, oder du hast ja gemeint, hoffentlich wird das Game ein bisschen schneller oder so. Oder vielleicht wird das Game ein bisschen schneller. Das ist korrekt, aber es war schon schnell in eine klare Richtung hier geschippert, fand ich. Ja, das ist die Definition von das Game ist schneller. Nicht unbedingt. Nee, nicht unbedingt, eigentlich, natürlich. Aber eigentlich so, es ist even lange Zeit und dann hast du einen gewaltigen Clash und dann ist es entschieden, so, ne? Letzte Spirit. Und, Ja. Leute, hört auf, euch Herzen gegenseitig zu schieben. Wir brauchen die Herzen für Windbeast. Ja, Mann. Zwei Herzen für Rensselaerd. Drei Herzen für Gollum, nice. Ja, eben nicht. Windbeast. Ja. Wir wollen doch hier. Das Vierer Imladris Quarters haben. Vierer Imladris Quarters? Was? Oder. Was? Ja, Endbeast, ich, du und Fufu, oder? Oder Tyler? Ich spiel kein Imladris. Nein, der Server, du Schlaumeier. Ach so, ja, ja, da werde ich auch vorher leften, bevor wir da reinkommen ins Viertelfinale oder Halbfinale. Warum werden Gondor Boys wie Bauern in den Tod geschickt? Ja, das weiß ich auch nicht. Und da gibt es aus. Ja, war halt. Naja, das ist Ragequit. Was? Du hast Ragequit? Ja, okay, das war ein Ragequit. Das war ein Ragequit. Das war ein Ragequit. Ganz eindeutig. Ja, damit ist die Partie vorbei. Ja. Das Match. Gratulation an Fixer. Ja, hoffentlich können wir noch mit den beiden gleich reden. Das wäre ganz schön. Also hat mir schon deutlich besser gefallen von Fixer das Match. Das hat er auch verdient gewonnen. Ja, definitiv. Ich meine, das erste auch, aber. Ja. Ja. Ja, ne? War schon ein bisschen wild teilweise. Das ist richtig. Dann würde ich mal sagen. Ach, weiß nicht. Ich frage mal Marco, ob er dazu kommen kann.
Dann würden wir mal mit den beiden Spielern diskutieren und reden. Nice. Hallihallo zusammen. Ah. Herzlichen Glückwunsch, Fixer, zum Sieg. Ja, danke schön. Ich Ich habe meine. mich im ersten Gefecht echt schwer getan, aber im zweiten war es dann ordentlich. Ja, würden wir ähnlich beurteilen. Uns hat das nur so gewundert, deine Taktik so hart auf Helden zu gehen. Und quasi, war das geplant, dass du auch keine Units dann gebaut hast? So? Also die Einheitenproduktion wurde aus unserer Sicht ja komplett vernachlässigt. Das ist generell ein Problem bei mir. Ansonsten, ja, ich wollte erst alle Heroes haben, weil ich weiß, wie krank die am Ende einfach sind. Ja. Und mir ist ja dann zum Glück, ich glaube, Bilbo ist nur zwei oder dreimal gestorben, aber ansonsten von den guten Helden ist ja zum Glück keiner gestorben und das fand ich dann Das ist schon ganz gut. richtig. Die hast du gut durchbekommen. Und Das stimmt. ja, das, ich hätte einfach eine zweite Kaserne von Vorposten bauen müssen. Ich habe halt durch diesen Base Rush, weil ich sehr, sehr. Also, was heißt Rush? Ich habe schon gesehen, er kommt da. Ich habe mir gesagt, okay, was macht er? Aber dann auf einmal drei, vier Trolle oder so gleichzeitig. Da musste ich erstmal ein bisschen schlucken. Aber zum Glück habe ich es dann geschafft. Und was auch sehr ärgerlich war, vor allem, weil die ganzen Bogenschützen von ihm in meinem Tor standen. Also, es hat nicht funktioniert, dass. Also, ich habe diese Ölfässer da, die man da normalerweise ja Ja, das hast du abschütten doch kann. Die gehabt, haben nicht die. funktioniert, die habe ich mir extra gekauft. Boah, die wären ja böse gewesen Echt? dann. Holy shit. Das wäre richtig cool gewesen. Ich dachte so, wenn er jetzt reinkommt, die Trolle, die kriege ich ja wohl da mit meinen Helden und meinen Pikinieren, die ich dann natürlich ein bisschen zu spät dann hatte. Aber ich habe mich so geärgert, dass es nicht geklappt hat. Und dann musste ich halt alles freihand kämpfen. Aber zum Glück hat er wohl dann, kam Freihand. wohl irgendwie auch nicht mehr hinterher, war dann auch wirklich ein bisschen durcheinander und dann habe ich es halt ausnutzen können. Ja, ne? Wenn man auf der falschen Seite der Karte dann ist, braucht der Mordor Blob erstmal, bis er da ist, ne, um die Base zu Ja. verteidigen. Genau, und dann hatte ich ja, ich habe ja Map Control gehabt ohne Ende, ich habe Ja. überall die Minenschächte, dann war das nachher auch nicht mehr so das Problem. Dann habe ich ja gedacht, komm, mach sicher und so. Ich dachte, boah, war doch Katapulte. Ich so, boah, nee, ich will irgendwie Rammen bauen, ich will irgendwie reinlaufen. Ich habe irgendwie Bock drauf. Hat ja auch gut funktioniert. Ja, ich meine, wenn du ne Biest so kalt erwischt, wie du es auch da gemacht hast, sind ja auch Rammen die bessere Wahl. Ne? Katapulte Ja, brauchen da ja länger. ja. Und danach am Ende waren alle Trolle, die hatte, alle gerastet. Der Olifant, der war ein bisschen hart am Anfang, weil meine Helden im Rückzug waren. Und da habe ich mich auch wieder geärgert. Keine Pik nachgebracht, warum? Aber Morgay ist einfach auch nicht meine Karte, um sich dazu zu sagen. Ich habe die echt ein paar Mal zum Testen auch gespielt, natürlich. Und gucken, wo die Creeps so alle sind. Aber durch diese lange Zeit auf der Karte, wo du keine Sichtweite hast, die regt mich einfach auf. Selbst mit Map Control habe ich immer das Gefühl, überrascht zu werden. Und das Ja. ist einfach nicht. Aber wie gesagt, Heroes haben es gerissen. Das Und das wohl, war's. ja. Ja. Deswegen liebe ich Morgay. Ich liebe die Karte. Wunderschön. Aber Ja. Beast, was sagst du denn zum ersten Match? Nichts. Siehst. Ah. Nichts, okay. Es ist legitim. Dann zum Also, zweiten. Aber willst du was was sagen? ich noch sagen würde, das war schön, schön gemacht, Fixer, schön, also dass du deine Helden auch gut über die Map bewegt hast und sowas. Also ja, hast dich ja schon noch gut für Minen genutzt, aber ich Ja. persönlich habe das ganze Match darauf gewartet, dass du endlich anfängst, Eiern zu produzieren. Oder vielleicht auch am Ende mal eine zweite oder trifft vielleicht sogar drei Baracken. Du hattest ja das Geld am Ende. Ja, ich dachte mir auch so. Also. Also 5K Overmines ist normalerweise nicht die Art, wie ich spiele. Ohne Scheiß. Aber ich hatte alle Heroes und ich so, ich habe Geld. Ja. Und dann habe ich die Upgrades halt Du ausgemacht. hast. Ich habe eine zweite Schmiede gehabt. Komm, mach Geld und dann. Warum setzt das Geld nicht ein? Das, Ohne was Scheiß. das. Aber Du gegen hast Ende das, habe was ich es du dann hattest, gemacht. gut genutzt. Gegen Ende habe ich es dann halt gemacht und so und dann, okay, boah, ich war immer so auf Risiko. Nicht, dass jetzt irgendwie doch Map Control verloren geht, aber das war dann einfach doch nicht so gefährlich von Mordor. Es waren halt auch die Trolle, die dann auf einmal kamen, nämlich halt überrascht. Da musste ich mich erstmal komplett umfokussieren auf viele Piegen. Weil ich dachte, okay, komm, renn halt, mach ein paar Gefechte klar mit deinen Heroes und dann renne mit den Hütersprint einfach ja, die Sachen um. Das hat am Anfang auch ganz gut funktioniert. Und Ja. ich finde auch so geil, dass ich hatte fast jedes Mal den Troll gekriegt. Das war, und jedes Mal letztendlich das Geld geklaut. Das war halt richtig gut. Ja, das tat Beast tatsächlich sehr weh beide Mal. Ja, Ja. vor allem im zweiten Game tat sehr weh. Ja. Glaube ich für ihn, weil du auch seine Armee noch gleichzeitig mitgekillt hast da oben. Ja, ich hab einfach gewusst, wie gut die Patatiere sind im Early. Ja, Und dann habe darauf ich die auch wollte gebaut. nämlich ich hinaus. Ja. So, das war so für viele so überraschend. Ich habe in deinem vorherigen Game, gegen wen hast du nochmal gespielt gehabt? Gegen Gegen Leo. Leo, genau, das hatte ich auch gesehen gehabt, dass du da auch Petardiere direkt gebaut hast mit Rohren. Und haben uns alle so ein bisschen gefragt, ist das so wirklich worth? Aber anscheinend, Ist ja, richtig funktioniert es gut. ja ganz gut. In der Edan-Schule haben wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ah, Deswegen, und okay. meine Rohan ist auch gefürchtet bei den meisten anderen, weil Oh. selbst im Team-Game kann ich das gut spielen. Das ist ja nice. Ja, ich glaube noch besser, wenn ich mit Imla
Naja. Ah, Imla hätte es für das dritte Match gelassen, oder wie? Eigentlich, ehrlich zu sein, ich mache es von der Map abhängig, weil wenn du sehr große Karten hast, ist es immer sinnvoll, Late-Game-Völker zu nehmen. Ich meine, Mordor ist natürlich auch das beste Late-Game-Völker eigentlich mit. Aber ja, Zwergen, Heroes sind halt, wie gesagt, einfach sehr stark. Ja. Thorin mit seiner Führerschaft. Dann habe ich ja noch mitten im Kampf, ich glaube im unteren, im südlichen Teil von Morgai, da habe ich, ich hatte meine Heroes waren alle sehr low. Ich dachte, okay, sollst du es doch machen, aber ich hatte ja den Turm. Ich dachte, komm, mit dem Turm geht das schon. Und mit den Raben drauf. Und dann war das halt so, dass ich, ich glaube, von Dwalin, der hat doch die Eulen und Gläuen oder so, glaube ich, dass die heilen ja irgendwie die Heroes. Und dann waren meine Heroes dann mitten im Kampf einfach wieder Half-Life und dann ging es halt einfach auch. Ja, wie gesagt, ich hätte mich da noch etwas eher zurückziehen müssen. Natürlich die Verstärkung nachschicken, das hatte ich echt, war problematisch von mir. Aber zum Glück hatte ich das Tor ja zu. Ich hatte es also rechtzeitig gesehen, als er dann kam. Aber trotzdem, definitiv ja, Morgai Units bauen und so. Boah, ich finde die Karte schwierig. Ich finde sie einfach schwierig. Aber es hat ja doch noch geklappt. Das ist richtig. Ja, war auf jeden Fall ein sehr spannendes erstes Match. Hat uns an sich sehr gut gefallen von beiden Seiten. Waren coole Moves dabei von euch. Wie gesagt, mit deinen Helden, das hat uns überrascht gehabt. Beast, der eine Base Wash war sehr cool von dir. Hat leider nicht funktioniert. Bitte? Er war auf jeden Fall sehr spannend, das fand ich. Das fand ich auch cool. Also trotz alledem war es schön, sich da zu verteidigen. Ja. Zweite Game war, wie gesagt, ein bisschen klarer dann gewesen. Ich glaube einfach, wie gesagt, das oben beim Troll, das war ein bisschen Genickbruch für Beast da am Anfang. Das tat sehr weh. Ich glaube, der hat 4 Bataillone da oben verloren, plus Trollqueep, ne? Ja, und dann kam er zu spät aus der Formation, dann habe ich die restlichen auch noch gefinisht. Ja. Dann kam eins irgendwann raus und lief nach oben und ich hatte meine Armee gerade, also warum nicht? Snacken. Und dann, ja, das tut halt echt weh. Und der hatte ja nichts großartig, um dann was gegen zu tun. Heroes hatte ja, glaube ich, auch nur den Speer. Ja, nur Speer, ja, nee. Wie gesagt, hast ja auch eine Map-Control gehabt, sehr viel. Das wäre relativ früh entschieden, tatsächlich, die Partie. Ja, leider. Also passiert, ne? Also Beast, das passiert, alles gut. Das ist ein unlucky play ein bisschen. Wenn du den Troll bekommst, das Trollgeld, also zum Beispiel, wenn du da den Troll wahrscheinlich ein bisschen früher finishen kannst, du das Trollgeld bekommst und einfach wegläufst da oben, dann ist für dich ideal so, ne? Und dann steht Fixer da und kriegt höchstens ein Gift von ihr oder so. Was ich halt immer plane, tatsächlich, wenn ich Furt und Isen einspiele, ich gehe grundsätzlich sehr früh selber zum gegnerischen, also quasi der Gegner hat ein bisschen einfacher, den Troll oben zu kriegen, als ich zum Beispiel. Ich meine, bei mir wäre einfach, wenn ich unten hingehe. Aber ich sage dann, komm, das kann so unglaublich stark sein, wenn du es halt schaffst, seine ganzen Ressourcen, die er am Anfang investiert, um den Troll zu kriegen, ihm zu stehlen und gleichzeitig noch einen Boost zu kriegen und dann eventuell auch den Vorposten direkt aufzubauen. Ich dachte mir, komm, wartest du eben? Baust du da oben das Exilantenlager schon etwas eher? Aber ich dachte mir so, nee, lieber nicht. Danach habe ich dann kein Geld, um weiter bauen zu bauen. Einmal war ich auch CP-blockt im zweiten Match, das hat mich ein bisschen geärgert, aber ansonsten war eigentlich ein Draw on top. Im Gegensatz zum ersten Match, das ist richtig. Ja, da war es tatsächlich im ersten Match, fanden wir etwas witzig, so tatsächlich CP-Upgrades hast du vorsorglich dir genug geholt, aber ich glaube, du hattest 1100 CP max gehabt und bist bei 400 rumgedümpelt. Ja, dann habe ich zum Glück gesagt, den anderen beiden hole ich mir erst wieder, wenn es sich lohnt, weil ich habe mich halt einfach so geärgert, weil die Heroes haben es letztendlich gemacht, das ist das Wichtigste. Das ist richtig. Wie gesagt, waren zwei schöne Games. Marco, hast du noch abschließende Worte als Host dieser Partie? Nö, passt. War ein gutes Spiel. Ja, würde ich auch sagen. Den Beast. Ich glaube, in Beast ist fertig. Ja, zwei harte Matches gewesen. Ja, dementsprechend danke, dass ich euer Spiel streamen durfte. War sehr unterhaltsam, hat Spaß gemacht, euch zuzusehen. Und dann will ich mich verabschieden von euch allen vier mittlerweile hier. Ne? See ya. Dann. Ciao. Schönen Abend. Tschüss. Noch. So.